Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, wie versprochen mit dem heutigen Video und zwar mit der Unterwasserstation hier in GTA 5. Ich habe es ja gestern gesagt, dass ich heute ein Video darüber raushauen werde und da ist es nun. Und an erster Stelle möchte ich mich an meinen YouTube-Kollegen, sag ich jetzt mal, Ekolon bedanken. Weil der hat nämlich, soweit ich weiß, diese Unterwasserstation gefunden oder beziehungsweise das Video darüber gemacht. Und ja, ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video rausgehauen über andere Dinge, die man in der Unterwasserwelt von GTA 5 so finden kann, gemacht. Und habe ja gesagt, dass ich über diese Unterwasserstation hier ein extra Video machen werde. Ja, und ich weiß nicht, wie viele von euch diese Unterwasserstation schon kennen, weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, hey komm, ich finde das eigentlich ganz interessant und mache darüber auch mal ein extra Video hier. Gut, was braucht ihr dafür, um diese Unterwasserstation zu finden oder zu erkunden? Entweder könnt ihr euch so ein U-Boot nehmen, so eine Krake oder halt ein paar Atemgeräte. Wenn ihr keine Atemgeräte habt, dann ist der Kraken eine ganz gute Alternative. Und wenn ihr den auch nicht habt, dann würde ich sagen, habt ihr Pech gehabt. Ist ja halt so, ne? Weil so lange kann man die Luft nämlich nicht anhalten. Okay, genug gequatscht. Hier auf jeden Fall seht ihr diese Riesenstation schon mal vor uns. In eine kleine Luke hier kann man auch rein, aber dazu komme ich gleich erst, weil ich bin nämlich noch nicht da, weil Schwimmen ist jetzt nicht gerade das Schnellste hier. Auf jeden Fall ist auch ein Punkt, den ich ansprechen will, und zwar den der gute Ekolon auch gesagt hat. Es kann sein, dass diese Unterwasserstation mal trocken gelegen hat. Und ich gehe auch davon aus, dass das Ganze so stimmt. Hier seht ihr auf jeden Fall mal die Luke, wo man reinschwimmen kann. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Unterwasserstation hier ein idealer Ort ist für Tuning-Treffen. okay, nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall könnt ihr da reinschwimmen. Ist auf jeden Fall ein cooler Ort, wenn man sich mal vor anderen Spielern verstecken will, wenn man Kopfgeld hat, weil nicht viele kennen diese Unterwasserstation. Oder ich denke mal, dass die nicht viele kennen werden. Ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, schreibt das Ganze doch mal unten in die Kommentare rein. Ja, auf jeden Fall könnt ihr hier unten ein bisschen rumschwimmen. Ist der einzigste Eingang und auch Ausgang dieser Luke. Sonst kommt ihr nämlich hier nirgendwo rein oder raus, wie ihr das sehen könnt. Wie gesagt, wenn ihr mal Kopfgeld habt und ihr wollt euch ein bisschen verstecken vor Online-Spielern und ihr seid keine feigen Leute und versteckt euch im Apartment, sondern hier in diesem kleinen, nicht allzu kleinen Unterwasserstation. Wir erkunden das Ganze mal hier noch ein bisschen. Und ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich noch alles dazu sagen muss, außer dass diese Station ziemlich groß ist. Die geht auch ganz schön noch in die Länge, aber das seht ihr gleich nochmal alles. Der Typ da, der mir hinter mir schwimmt, ist allerdings der Flori. Das ist der, der bei meinem Gewinnspiel gewonnen hat. Der erkundet das hier nämlich mit. Wo ist er? Da, warte mal, da, genau, da hinter mir schwimmt er. Gruß an dich, Flori. Ja, und dann würde ich mal sagen, lasse ich ein bisschen Musik laufen, wenn ihr Bock drauf habt, weil wie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier jede einzelne Schraube zu erklären. Okay, ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal und gleich könnt ihr nochmal auf der Karte sehen, weil ich werde nochmal gleich kurz die Karte einblenden, damit ihr sehen könnt, wo sich diese Unterwasserstation befindet, wenn ihr die ganze Station mal selber erforschen wollt. Also auf jeden Fall gönnt euch hier ein bisschen das Video, würde ich sagen, und dann sehen wir uns gleich. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
Das war auf jeden Fall ein kleiner Einblick in die Unterwasserstation, die sich natürlich wieder unter Wasser befindet in GTA 5. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr das Ganze selbst mal erkunden wollt, ihr habt es ja gesehen, wo sich das Ganze auf der Karte befindet, könnt ihr mal selbst auschecken und vergesst auf jeden Fall nicht in die Comments zu schreiben, wer von euch diese Unterwasserstation schon gewusst hat, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall schreibt es unten in die Kommentare und dann bin ich mit diesem Video auf jeden Fall erstmal durch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wie immer. Und dann würde ich sagen, wenn du mich an dieser Stelle noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze nämlich, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, meine Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao!